Moin Leute, euer Wombat wie ein Bambus. Und heute zeige ich euch einen Money-Glitch, einen Bypass-Glitch für die Wartezeit und einen Give-Money-to-Friends-Glitch after Hotfix, Leute. Ja, richtig, after Hotfix. Das bedeutet, dass Rockstar vor kurzem einen Money-Glitch gepatcht hat, und zwar zufälligerweise das letzte Video, was ich hochgeladen habe, und es gibt wieder eine neue Möglichkeit, die funktioniert. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Teil an. Und zwar braucht ihr einen gewissen Vormodus. Was müsst ihr für diesen gewissen Vormodus machen? Ihr müsst einfach in einer normalen GTA Online-Sitzung sein. Seid ihr in einer GTA Online-Sitzung, geht in euer Interaktionsmenü, geht dann auf Markierungen ausblenden, geht dann auf Jobs und blendet dann alles aus, außer Stuntrennen. Stuntrennen muss angezeigt sein, sonst alles aus. Habt ihr da alles ausgeblendet, außer Stuntrennen, dann geht ihr raus, geht dann auf Event und geht einfach ganz oben auf Event, alle ausblenden. Habt ihr das erledigt, geht ihr raus und geht dann zu Sonstiges und blendet da auch alles raus. Habt ihr alles gemacht, schließt ihr das Interaktionsmenü und schließt dann euer GTA, damit sich das Ganze abspeichert. Und startet euer GTA neu. Seid ihr wieder in GTA Online gejoint, seid ihr in den 4-4-Modus drin. Wie kommt jetzt in den richtigen Modus rein? Ihr müsst einfach wieder ins Interaktionsmenü gehen, dann auf Markierungen ausblenden und zu Sonstiges und mal für eine Sekunde alles anzeigen lassen. Das seht ihr auch unten auf der Minimap. Und dann wieder alles ausblenden. Habt ihr das erledigt, geht ihr dann einfach auf, mit Option auf die Karte und sucht die Location, wo der blaue Jobkreis vom Premium-Rennen eigentlich ist. Der ist für euch nicht sichtbar, aber ihr seht das normale Stunt-Rennen Loopings über der Stadt. Ihr müsst jetzt einfach mit eurem Suchkreuz auf dieses normale Stunt-Rennen gehen, so dass an der Seite Informationen aufploppen. Auf einmal seht ihr, dass da drüber das Premium-Rennen auf einmal aufploppt. Zwar ohne Logik, aber es ploppt auf. Und ihr könnt es jetzt einfach über die Karte starten, und so einfach ist das. Jetzt haben wir gerade den Bypass-Glitch abgehakt, weil über diesen Jobkreis werden die 45 Minuten Wartezeit nie beachtet. Sprich, ich habe gerade ein Premium-Rennen gefahren und seit erster, zweiter oder dritter geworden habt ihr ja Wartezeit. Und bei diesem Jobkreis wird diese Wartezeit nicht beachtet. Und jetzt zeige ich euch den Money-Glitch und den Give-Money-to-Friends-Glitch. Es handelt sich wieder um das Premium-Rennen. Und zwar könnt ihr Freunden im Premium-Rennen beitreten. Sprich, wenn ihr genug Freunde habt, könnt ihr eine eigene Rennlobby machen und Leute, die wirklich Geld brauchen und vor allen Dingen auch RP brauchen, weil in diesem Job dreifacher RP ist, könnt ihr ihn dann extra gewinnen lassen und er kriegt die Kohle. Und es ist gleichzeitig auch noch ein Money-Glitch, weil in diesem Premium-Rennen kann man eigentlich nur mit einer Banshee fahren, aber mit diesem Trick kann man auch mit jedem Supersportwagen fahren, den man möchte. Was müsst ihr tun? Ihr müsst einfach eine Online-Sitzung sein und in den 4-4-Modus sein. Sprich, dass bei euch der Job noch nicht aufploppt, dieses Premium-Rennen, sprich, dass bei euch alles ausgeblendet ist, außer Stuntrennen und GTA schon neu gestartet wurde. So, seid ihr im 4-Modus, muss euer Freund ein Premium-Rennen starten und Hoster werden. Das ist sehr wichtig. Nur so zur Info, ihr dürft nicht in der gleichen Sitzung sein. Ihr seht auch gerade oben rechts die andere Ansicht. Wie wird man denn überhaupt Hoster von so einem Premium-Rennen? Am besten seid ihr in einer Freundes- oder Einladungssitzung und startet das Rennen ganze Zeit. Irgendwann bekommt ihr die Meldung, es wurde keine Lobby gefunden, wollen sie das Spiel hosten oder nach einem neuen Job suchen? Dann müsst ihr Kreis drücken, um das Spiel zu hosten. Ist er dann reingejoint, könnt ihr ihn einfach über die Party oder eine Einladung, wenn ihr euch vorher eine Einladung schickt, beitreten. In meinem Fall habe ich das per Party gemacht, weil dadurch, dass er jetzt Hoster ist, könnt ihr irgendwie beitreten. Eine wichtige Information: Wenn ihr eurem Freund einmal beitritt und durch irgendeinen Fehler es nicht funktioniert, müsst ihr euer GTA neu starten, weil sich dann das Spiel gemerkt hat, oh, es ist ein Premium-Rennen, da kannst du normalerweise überhaupt gar nicht beitreten. Aber wie könnt ihr denn jetzt einfach eure eigenen Supersportwagen aussuchen? Dadurch, dass ich in den Rennen beigetreten bin und das Spiel nicht erkennt, dass es eigentlich ein Premium-Rennen ist, kann ich jeden Supersportwagen auswählen, den ich will, weil es ja generell die Klasse Supersportwagen ist. Was natürlich total unfair ist für die anderen, weil alle mit einer scheiß Banshee fahren und ich zum Beispiel mit einem RE7B oder mit jedem anderen Supersportwagen, den man möchte. Aber mein Tipp, Leute, nimmt den RE7B, weil er der beste ist. Es würde mich jetzt riesig freuen, wenn ihr für diese drei krassen Glitches ein Like da lassen würdet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Wombat. Ciao.